In diesem Video zeige ich euch meine Base bzw. das Dorf, was ich im Plankerton gebaut habe. Ihr wisst vielleicht noch aus früheren Videos, das war früher mal eine Burg im Plankerton, die ich hier hatte. Und jetzt habe ich hier so ein Dorf gebaut, größtenteils aus Holz, aber auch aus Stein. Hier seht ihr, habe ich so einen Eingang in das Dorf gebaut aus Stein. Das ist so gesagt ein Tunnel aus Stein. Da habe ich ein paar Fenster reingemacht, aber die führen nirgendwo hin. Also ihr seht, oben ist jetzt nichts oder an den Seiten ist jetzt nichts. Das ist einfach nur für die Schönheit, beziehungsweise das soll so ein kleiner Durchgang sein zum Dorf. Da war ein Tunnel halt und den habe ich dann voll gebaut. Hier seht ihr dann, ist eine kleine Strecke und ein Haus. Die Wand muss noch geupgradet werden. Also alle äußeren habe ich voll geupgradet und alles, was in den Häusern drin ist, habe ich eigentlich auf Stufe 2 bei dem Holz gemacht. Weil ich finde, ein bisschen Abwechslung ist nicht schlecht, damit nicht alles immer gleich aussieht. Dann seht ihr, hier ist ein kleiner Durchgang, so gesagt ein Weg und der führt durch das ganze Dorf. Ihr seht hier ein Haus aus Stein. Hier oben ist ein Zimmer, hier ist so ein kleiner Aussichtspunkt. Dann hier ist so gesagt der Garten bzw. der Hintereingang und hier der Vordereingang. Das hier ist das Haupthaus. Hier seht ihr einmal das Holzhaus, das erste Holzhaus. Und zwar gibt es hier einmal einen Durchgang. Dann ist hier so gesagt das Badezimmer, hier ist ein Zimmer. Man könnte hier natürlich eine Tradingbox hinbauen. Ich baue jetzt da rechts und links keine Wände, sonst würde die Badewanne kaputt gehen bzw. der Zaun. Finde ich ganz nice. Dann führt hier einmal eine Treppe nach oben. Wie gesagt, alles in den Gebäuden ist eigentlich auf Stufe 2 geupgradet. Und sonst alles, was außen ist, zum Beispiel die Wand ist ja auch außen, alles auf Stufe 3. Dann ist hier das nächste Holzhaus, das hier weiter links ist, wenn man die Straße entlang geht. Und zwar ist hier eine kleine Terrasse, wie ihr seht. Aber erstmal gehen wir durch den Haupteingang, der ist hier einmal rechts. Dann geht hier eine Treppe nach oben. Dann ist hier so ein Aussichtspunkt bzw. so ein Balkon. Dann seht ihr einmal hier das Hauptgebäude. Ihr seht, hier habe ich das so ein bisschen chinesisch gebaut, beziehungsweise ich wollte das Gebäude so ein bisschen chinesisch bauen, wenn ihr wisst, was ich meine. So, dass die Dächer so nach unten gehen. Dann ist hier drunter direkt das Sturmschild. Das ist so gesagt das Hauptgebäude. Hier müsste ich das eigentlich noch auf Stufe 2 upgraden, habe ich wohl vergessen, mache ich noch ganz kurz. Hier hat man aber wirklich nicht viel Platz drin, das soll von außen eigentlich nur gut aussehen. Natürlich kann man hier traden oder irgendwas anderes noch machen, aber ist jetzt eigentlich nur dafür gedacht, dass es von außen relativ gut aussieht. Soll ja so ein bisschen chinesisch sein, so mit den Dächern, wie die dann nach unten gehen und so. Hier baue ich noch kurz was zu Ende, weil hier hat man ja sonst nur eine Etage, deswegen baue ich hier noch kurz eine Treppe hin. Die Treppen habe ich auf Stufe 3, deswegen mache ich die auch noch kurz auf Stufe 3. Und wahrscheinlich mache ich das da oben gleich noch weiter, damit man noch weiter höher kann. Das ist so ein kleiner Tempel, so gesagt, so ein chinesischer Tempel soll das sein, mit so Burgzacken an den Seiten dran. Hier baue ich dann einen kleinen Durchgang mit einer Treppe und einer Tür durch, damit man auch auf diese Etage kommen kann. Auf die oberste Etage kann man nicht kommen, das ist einfach nur dann ein Dach, weil da hat man ja nur einen Block theoretisch, deswegen lohnt sich das nicht. Dann seht ihr hier links einmal ein großes Haus. Ich habe das so in der Art wie so ein chinesisches Hotel gebaut, neben dem Tempel direkt. Die Wand baue ich noch kurz ab und grade die auf Stufe 2 ab. Und das hier rechts. Ihr seht, hier haben wir einmal einen großen Raum, dann hier einmal einen ganzen Gang. Hier könnte man das Ganze noch aufeditieren, damit man mehr Platz hat. Aber diese Dächer nehmen halt wirklich sehr viel Platz ein. Und dann kann man einmal hier links durch die Tür gehen. Und dann ist man so gesagt in einem Hauptflur. Ich hoffe, da kommt man rein, ja gut. Und dann ist hier nochmal ein Raum einfach. Ich glaube, ich baue da noch eine zweite Etage ein, dass man auch nach oben kann. Bloß da hat man nicht so viel Platz wegen den Dächern, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Und hier kann man relativ gut durchlaufen, ich dachte schon, das geht nicht. Da können dann Ninjas hochspringen einfach auf die zweite Etage. Ich baue da jetzt keine Treppen hin, sonst würde das zu viel Platz wegnehmen. Hier würde ich aber doch schon noch eine Treppe machen. Sonst kann man hier eigentlich nicht hoch von dem Keller, deswegen baue ich hier nochmal eine Treppe hin und grade die auch auf Stufe 3 ab. Dann seht ihr, hier ist ein kleiner Keller und dann kann man hier die Treppen hochlaufen. Da links mache ich das Ganze zu, hier hinter ist nichts. Also wirklich nicht so viel Platz, wie es von außen aussieht. Also von außen denkt man, da ist wirklich viel Platz drin, aber eigentlich ist da relativ wenig Platz drin. Das liegt wahrscheinlich an den ganzen Dächern, da die relativ viel Platz innen drin wegnehmen.
Hier seht ihr einmal das kleine Holzhaus links. Und zwar sieht das von innen so aus. Hier ein kleines Fenster, hier kann man hochgehen. Dann ist hier so gesagt die Terrasse einmal links. Und hier ist der Durchgang einmal rechts. Hier kann man dann durchgehen. Hier wie gesagt der Balkon. Dann gibt es hier einmal so einen langen Gang. Und dann hier einen Raum. Und das war es auch eigentlich von dem Haus. Und sonst war es das eigentlich von dem chinesischen Dorf. Aber da hinten habe ich noch eine Festung, die zeige ich euch. Und zwar soll das Ganze aussehen wie ein Drache, wenn ihr das so ein bisschen versteht. Ich weiß nicht, ob man das so erkennt, aber das da sollen, ich zeige euch das ganz kurz, zwei Augen sein und in der Mitte soll ein Mund sein. Und das hier vorne, also ihr seht da zwei Augen, dann hier der Mund und das hier vorne sollen Zähne sein. Das soll theoretisch so ein Drachentempel sein, direkt neben dem Haupttempel, beziehungsweise direkt neben dem chinesischen Tempel, soll das so ein Steintempel sein. Ihr seht, man kann hier durch die Mitte durchrennen und dann direkt zu der Base kommen. Und das war es auch eigentlich mit dem ganzen Dorf und der Steinfestung bzw. mit der Drachenburg hinten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich als nächstes bauen soll bzw. welche Base ich als nächstes bauen soll und aus was die bestehen soll, also Metall, Holz oder Stein. Und schreibt mir auch auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich jetzt ein Dorf bauen soll oder eine Burg oder irgendwas anderes. Würde mich wirklich sehr freuen. Lasst ein Abo und ein Like da. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Atrix.